Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch gerne von der Geburt von Ben und Jonas berichten. Einmal hier zu meiner Rechten, das ist der Ben. Und der ist total fit. Hast du immer noch Hunger? Und zu meiner Linken ist der schlafende Jonas. Der ist total kaputt, der liegt jetzt im Stillkoma. Ja, vor anderthalb Wochen saß ich noch hier und habe euch von der Schwangerschaft berichtet mit meinem dicken Bauch. Und jetzt sitze ich hier mit den beiden. Und die sind so toll, ich könnte die den ganzen Tag nur angucken. Das war beim Leon auch so, man ist einfach so verliebt. Ja, ich wollte euch die beiden jetzt einfach nur mal vorstellen und dann fangen wir jetzt auch direkt an mit dem Geburtsbericht. Aber ich glaube, ich muss vorher noch mal einmal kurz jemanden füttern, ne? Füttern. Da muss jemand gefüttert werden. Ja, machen wir sofort, ne? Müssen wir erstmal deinen Bruder hier absetzen, das ist gar nicht mal so einfach. Ja, es tut mir leid. Ja, warte, warte. Geht das so? So? Alles gut? Ja. Okay. Der eigentliche Geburtstermin wäre der 5.7. gewesen und da ja der Kaiserschnitt geplant war, haben wir den 3 Wochen vorher verlegt. Aufgrund dessen, dass mein Blutdruck sehr hoch war, wollten die nicht so lange warten, weil dann die Versorgung ganz schnell kippen kann, haben die gesagt, sollen die drei Wochen eher geholt werden. Und das war dann bei uns der 16.6., der geplante Kaiserschnitttermin. Ich musste einen Tag vorher nochmal anrufen und fragen, wie viel Uhr der Termin dann genau stattfindet, wann ich da sein soll. Und da haben die zu mir gesagt, dass ich um 8 Uhr in den OP reinkomme, dass ich die Erste bin und um 6.30 Uhr soll ich dann aber schon da sein. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, da kannst du ja noch nicht mal ausschlafen. Aber ich konnte vorher eh ganz schlecht schlafen, habe ich euch ja gesagt. Ich glaube immer, jede Stunde bin ich wach geworden, habe dann noch eine Stunde gebraucht, bis ich wieder einschlafe durch die Schmerzen in der Schwangerschaft. Ja, und dann sind wir morgens, ich glaube um 4:45 bin ich aufgestanden, habe mich noch in Ruhe fertig gemacht, war nochmal das letzte Mal in Ruhe baden. Und dann sind wir dann auch schon losgegangen. Leon habe ich schon abends, haben wir schon zu meinen Eltern gebracht, damit er nicht auch um 5 Uhr mit uns aufstehen muss, dass er dann da seine Ruhe hat bei meinen Eltern. Er hat dann auch die 4 Tage bei meinen Eltern verbracht. Ja, und dann waren wir dann irgendwann im Krankenhaus, dann wurde ich ans CTG angeschlossen und dann wollte die mir schon alles legen, den Zugang und so. Dann habe ich gesagt, können wir nicht erst nochmal einen Ultraschall machen? Vielleicht klappt das ja dann doch noch spontan. Und ja, man kann es ja mal versuchen. Und dann hat sie gesagt, ja klar, kein Thema, ich frage mal einen Arzt. Und dann konnte ich auch direkt zum Ultraschall gehen. Der hat leider gesehen, dass die immer noch falsch lagen. Aber es hätte ja klappen können, ne? Man weiß ja nie, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ist egal. Und der war auch ganz nett und hat gesagt, nee, dann kommen wir nicht drum rum. Dann sehen wir uns nachher um 8 Uhr im OP. Dann musste ich wieder zurück in den Kreißsaal, mich aufs Bett legen. Es wurde weiterhin ein CTG geschrieben. Und da habe ich dann auch den Zugang bekommen für so eine Flüssigkeit, die dann gut ist, damit, wenn die Spinalanästhesie, ich glaube, so nennt man das, ne? Diese Betäubung nachlässt, damit die keine Nebenwirkungen wie starke Kopfschmerzen oder so hervorbringt, das sollte das dann verhindern, diese Flüssigkeit, die ich bekommen habe. Dann kam die auch schon mit diesem Beutel, mit dem Katheter und ich habe so gehofft, dass ich den kriege, während ich unten rum betäubt bin, aber die hat gesagt, nee, das machen wir schon alles vorher, damit das wenigstens fertig ist. Ja, dann sollte ich einmal kurz so Luft holen und dann hat die mir den Katheter dann dran gemacht und ja, also ich muss sagen, von allem war das eines der unangenehmsten Sachen vom Kaiserschnitt. Also es tat nicht weh oder so, es war nur total unangenehm. Ich kannte das ja schon, weil ich das damals ja beim Leon auch bekommen habe, während der normalen Geburt, weil ich dann irgendwann immer das Gefühl hatte, ich musste pipi, aber ich konnte nicht, habe ich euch ja in dem Geburtsbericht erzählt. Und da ich aber jetzt noch keine Schmerzen hatte, war es für mich ein bisschen unangenehmer, das Gefühl, diesen Katheter reinzubekommen. Und das hat auch, glaube ich, so 5 Minuten gedauert, bis dieses unangenehme Gefühl von wegen, ich kann ja jetzt laufen lassen, dann verschwindet, weil man hat so ein Gefühl wie, so ein bisschen wie so eine Blasenentzündung. Oh Gott, was ist, wenn ich jetzt muss? Aber das geht ja dann in den Beutel. Und man merkt das dann, nach 5 Minuten habt ihr das gar nicht mehr gemerkt, dass da ein Katheter dran ist. Aber das war wirklich sehr unangenehm am Anfang. Ja, und dann hat die auch nochmal gefragt, wie die heißen, die zwei. Und dann habe ich gesagt, der rechte von mir soll Ben heißen und der linke von mir, der soll Jonas heißen. Also es wäre in einem Normalgeburtsfall, also wenn wir normal entbunden hätten, wäre der rechte auch der erste gewesen, der Ben, und der linke der zweite. Aber beim Kaiserschnitt hat die gesagt, das kann kommen, wie es kommt, je nachdem, was die Ärzte, welches Kind die Ärzte zuerst greifen können. Aber mir war es halt wichtig, dass der rechte der Ben ist und der linke der Jonas.
Ja, dann hat sie alles aufgeschrieben, wie die heißen sollen, schon mal vorbereitet und hat dann nochmal telefoniert und hat gesagt, dann können wir jetzt eigentlich auch schon direkt nach oben gehen. Dann wurde ich auch schon in den OP-Bereich geschoben. Dennis musste in so einen Extra-Raum gehen, sich einmal umziehen, so wie man das dann auch aus dem Fernsehen meistens kennt. Und ich wurde dann in so einen Vorraum gebracht. Da musste ich so ein Pinneken mit irgend so einem Zeugs schlucken, damit es die Magensäure bindet, glaube ich, oder irgendwie sowas und nicht hochkommt während der OP. Und dann haben die mir geholfen, weil ich hatte ja auch diesen Beutel, also meine Tasche dabei, mein Pipi-Beutel, den musste ich dann so festhalten. Die haben mir dann geholfen, vom normalen Bett auf das komische OP-Bett zu gehen. Also ich habe immer gedacht, das wäre so eine Pritsche oder so, aber das ist wie so ein Frauenarztstuhl, sieht das aus. Da hat man die Beine auch so leicht angewinkelt und man liegt so ganz komisch. Als ich dann auf dem Stuhl war, haben die mich dann erstmal in den OP-Bereich dann reingeschoben, vorne, wo dann die OP gemacht wird. Da musste ich mich dann hinsetzen und einen Puckel machen, so wie man das auch aus dem Fernsehen kennt, für diese Betäubung, diese Rückenmarksbetäubung. Einen Puckel machen. Vor mir war die Hebamme, die hat mir die Hände festgehalten und mir gesagt, wie ich mich genau verhalten soll, während der Arzt ein bisschen rumgedrückt hat und rumgefühlt hat an meinem Rücken. Dann hat er irgendwann gesagt, dass er mir die Betäubung gibt, also die Betäubung, die vor der Rückenmarksnarkose kommt. Die hat er mir gegeben, das war unangenehm, es tat aber auch nicht weh. Also ich glaube, unangenehm wird mein Lieblingswort sein in diesem Video. Und dann irgendwann hat er dann nochmal rumgedrückt und rumgefühlt und hat dann versucht, mir diese Ja, ihr wisst schon, was ich meine, diese Rückenmarkspritze. Auf jeden Fall hat er dann versucht, mir reinzudrücken. Das hat man ein bisschen gemerkt. Es war auch voll eklig, das Gefühl. Aber es tat nicht weh oder so. Es hat sich ganz komisch angefühlt und ich habe gemerkt, er hat den Punkt nicht getroffen. Das hat sich dann so angefühlt, als ob so ein Knorpel verrutschen würde. Das war eklig. Aber wie gesagt, es war nicht schmerzhaft oder so. Ich hatte ja wirklich Angst. Ich habe immer auf Schmerzen gewartet, aber die kamen nicht. Es war einfach nur voll unangenehm. Und dann hat er da rumgedrückt und meinte, na, und ich schon so panik, ich so, Gott, was ist, wenn das nicht wirkt? Und ich hänge dann da. Die so, nein, nein, das ist einer der Besten, der kriegt diesen Punkt auch noch gefunden. Und dann hat er nochmal angesetzt und dann irgendwann, also ich glaube, nach gefühlten 10 Minuten hat es dann funktioniert. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, bin ich zu dick oder so, dass man das da nicht findet? Und dann meinten die so, nee, das ist halt schwierig mit diesem großen Bauch, diesen Puckel zu machen. Ja, aber dann hat er den dann auch bekommen und dann durfte ich mich wieder hinlegen. Und ich habe direkt gesagt, ich merke aber noch nichts. Nein, nein, das kommt gleich. Okay. Und dann hat der Arzt gefragt, ob mein Popo warm wird. Und dann habe ich also überlegt, wird er warm? Wird er nicht warm? Bilde ich mir das ein? Ich weiß nicht. Ich hatte Angst zu sagen, dass der warm wird, obwohl er nicht warm ist oder so. Deswegen habe ich ganz lange gewartet. Ich so, nee, ist noch nicht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob ich auf einer Sitzheizung sitzen würde. Also so ganz leicht. Es ist aber noch nicht so doll. Der so, nee, nee, ist alles gut, das kommt ganz langsam. Dann habe ich gemerkt, dass ich einfach nur gezittert habe. Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Ich war so nervös. Ich hang dann da wirklich so. Ich habe gesagt, ist das normal? Ist das normal? Ich kann nicht aufhören mit dem Zittern. Kommt das von der Narkose oder was ist das? Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das ist die Aufregung. Und ich so, oh Gott, ich kann damit nicht aufhören. Die so, das geht gleich wieder weg, keine Panik. Und dann waren da auch ganz viele Menschen um einen herum. Ärzte, Krankenschwestern und keine Ahnung, was für Berufsbezeichnungen noch. Die eine Hebamme, die mich die ganze Zeit schon vorher fertig gemacht hat, war auch da. Und im Nebenraum hat man schon gesehen, wie die am Vorbereiten waren für die Babys, wenn die dann kommen. Da waren dann zwei Ärzte, Kinderärzte und jeweils zwei Krankenschwestern bei einem Kinderarzt. Die haben dann auch schon gewartet und da habe ich mir gedacht, oh Gott, gleich geht's los. Ich war so nervös. Und dann kam so ein Mann und hat mich dann eingeschmiert vom Bauch an bis zu den Knien ungefähr mit dieser komischen roten Zeugs da. Und das habe ich komplett gemerkt. Und ich habe gesagt, oh Gott, ich merke das noch. Nein, wir fangen da noch gar nicht an. Ich so, okay. Also ich habe, glaube ich, 500 Mal gesagt, ich merke noch irgendwas. Oder 500 Mal, man kann meine Beine noch spüren und bewegen. Ja, ja. Und ich habe dann immer extra mit den Beinen rumgestrampelt, so damit die sehen, dass ich die noch bewegen kann. Und die so, alles gut, alles gut. Und irgendwann konnte ich das dann nicht mehr. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ab wann das war. Aber irgendwann habe ich das, glaube ich, nicht mehr gekonnt. Keine Ahnung. Dann kam Dennis auch irgendwann schon rein und der hat dann auch noch gesagt, oh Gott, weil er gesehen hat, dass ich dann da halt so lag, angeschnallt. Dann hatte ich auch noch so ein Teil hier in der Nase, was eigentlich auch nicht schlimm war, aber es sah schlimmer aus, als es eigentlich war, weil das war einfach nur zusätzlich Sauerstoff für die Kinder. Das kam jetzt nicht komplett durch die Nase, sondern einfach nur vorne an den Nasenansatz, als ob man mit dem Taschentuch da reinstopfen würde oder so, wo nochmal zusätzlich Sauerstoff für die Kinder durchkam. So haben die mir das erklärt.
Und Dennis hat dann auch gesagt, oh Gott, du tust mir so leid. Und ich so, nee, alles gut. Und war dabei dann natürlich total am Zittern, weil ich so nervös war. Alles gut, alles gut. Und dann meinte der Anästhesist zu mir so, gleich wird es ein bisschen ruckeln wie auf dem Schiff, machen sich keine Sorgen, dann werden die Babys rausgeholt. Und ich so, wie, klar, haben die denn schon geschnitten? Hä? Ich war schon voll nervös, wie haben die schon geschnitten? Oh Gott, ich muss doch was merken. Und dann auf einmal hat es wirklich geruckelt. Für mich hat es sich angefühlt, als ob ich so wirklich wie auf einem Schiff so seelenruhig schaukeln würde. Also nicht, dass es irgendwie unangenehm war, aber es war komisch. Und Dennis hat gesagt, ich habe total geruckelt und gezuckelt. Also es hat sich für mich anders angefühlt, wie es wohl aussah, weil ich ja ab der Brust an gelähmt war in dem Moment, also betäubt war. Und das ist ganz komisch. Also für mich hat sich das nicht so schlimm angefühlt, wie es dann wohl aussah. Dann hat die Ärztin gesagt, Achtung, Überschwemmung. Und dann hat man so ein Saugen gehört. Ich denke, man hat das Fruchtwasser abgesaugt, weil das habe ich mich auch mal gefragt, wie wird das gemacht? Kommt das dann unten raus? Kommt das dann aus dem Bauch raus, das Fruchtwasser? Ja, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die das abgesagt. Die haben auch nochmal gefragt, wer ist wer. Und dann habe ich gesagt, der rechte von mir ist Ben und der linke von mir ist Jonas. Und dann auf einmal hat man einen Schrei gehört. Und Leute, das war wirklich, wie man das so im Fernsehen sonst immer kennt. Und das kannte ich von meiner ersten natürlichen Geburt leider nicht. Es kam direkt die Muttergefühle hoch. Ich habe diesen Schrei gehört und ich habe direkt gedacht, meins, das ist mein Kind, was da jetzt kommt. Und ich war so glücklich, das kannte ich vom ersten Mal nicht. Ich habe geweint vor Freude und habe einfach nur gesagt, wo ist das Kind? Wo ist das Kind? Ich möchte das jetzt sehen, ich möchte das sehen. Sonst kennt man das halt aus dem Fernsehen, dass das Kind dann vorne gezeigt wird und dann außen rum kommt. Aber es wurde mir nicht gezeigt. Da musste wohl noch irgendwas gemacht werden, keine Ahnung. Und dann kam die Hebamme aber um die Ecke und hat gesagt, das ist der Jonas. Und ich habe mir dann gedacht, wie, der Ben sollte doch als erstes kommen. Aber die haben ja gesagt, den die zuerst greifen können, den holen die dann auch raus. Und dann hat sie mir den kurz hier angedrückt, ihn dann schreien lassen, weil er hat sehr gut geschrien und sehr, sehr laut. Und dann hat sie ihn kurz schreien lassen, an meiner Wange gelassen und hat ihn dann direkt mitgenommen und ist damit zum Arzt gegangen. Und dann habe ich Dennis angesehen und der war auch sehr, sehr glücklich. Der sah auch total freudig aus und hat sich genauso gefreut wie ich. Das hat er bei der normalen Geburt auch, aber er konnte das bei der normalen Geburt ja besser miterleben und schöner miterleben wie ich, weil ich ja dann noch durch diese blöde Sauglocke da noch ein bisschen vor Schmerz paralysiert war, konnte ich erst ein bisschen später glücklich sein. Ich hatte ja auch diese Wochenbettdepression, die es mir dann auch noch sehr schwer gemacht hat, in der ersten Woche glücklich zu sein. Aber das muss ich sagen, das ist hier komplett anders gewesen, weil ich es viel bewusster mitbekommen habe, weil die Schmerzen kamen ja erst nachher, ne? Ich meine, Schmerzen hat man so oder so, ob man jetzt eine natürliche Geburt hat oder einen Kaiserschnitt, die Schmerzen werden auf jeden Fall kommen. Nur bei mir kamen sie halt später und ich konnte das noch richtig genießen, diesen ersten Schrei, mich an alles zu erinnern, wie das war. Beim Leon weiß ich es nur noch so verschwommen, wie alles war. Und das ist wirklich voll schade. Ja, und das war dann der Jonas, der ist dann um 8.24 Uhr geboren und um 8.26 Uhr, zwei Minuten später, hat man dann direkt schon den nächsten Schrei gehört. Das habe ich schon gar nicht mehr so wahrgenommen, weil ich auf einmal so überglücklich war schon vom ersten Schrei, dass ich diesen zweiten Schrei dann gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Aber ich war trotzdem glücklich, dass da was war, was sich gesund angehört hat und nicht, dass da irgendwie, oh Gott, Panik eratmet nicht oder was auch immer. Davor hatte ich nämlich auch Angst. Das hört man ja auch oft irgendwie, dass die dann da voll die Probleme haben oder so. Aber nein, der wurde mir dann auch nur ganz kurz gezeigt, also nur ganz, ganz kurz, voll schnell an die Wange dran gedrückt, aber richtig doll, dass ich alles voller Blut hatte. Und dann ist sie auch direkt damit zum Arzt gegangen mit den Bändern. Und dann hat die Hebamme hat auch gefragt, ob Dennis direkt mitgehen möchte. Und dann hat er mich fragend angeguckt und habe ich gesagt, ja klar, geh auf jeden Fall. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich möchte da alleine nicht liegen und hätte dann Angst, wenn er nicht dann in meiner Nähe ist oder so. Aber in dem Moment waren die Zwillinge mir irgendwie viel wichtiger, dass ich gesagt habe, nee, geh gucken, dass es denen gut geht, geh gucken, dass die nicht vertauscht werden mit einem anderen Kind oder sowas, oder keine Ahnung, dass die uns klauen, was weiß ich. Und dann ist er dann auch mitgegangen und ich lag dann da alleine, aber ich fand das nicht schlimm, die waren alle sehr nett. Ich wurde dann wohl wieder zugenäht, die haben sich dann die ganze Zeit unterhalten über meine Linea Alba, so haben die das genannt. Also ich sage immer Linea Negra, diesen Strich, den ich hatte in der Schwangerschaft, den habe ich immer noch. Der geht auch. Das dauert 9 Monate, bis der weg ist. So lange hat das beim Leon auch gedauert. Und den habe ich auch im Bauchnabel rum. Und es geht alles wieder weg. Das war beim Leon auch so. Da haben die sich drüber unterhalten, weil das wohl, ja, das ist nicht so selten, dass die Linea Alba, wie die genannt haben. Aber es ist auch nicht so häufig. Deswegen haben die sich darüber unterhalten, fanden das toll, keine Ahnung,
was die Hormone so mit einem machen können. Und dann hat die Ärztin mir auch noch gratuliert und ist auch direkt abgehauen. Und der Assistenzarzt hat mich dann zugenäht. Also ich habe davon wirklich gar nichts mitbekommen. Irgendwann kam dann der Dennis wieder mit dem Jonas und dann habe ich gefragt, wo der Ben ist. Und dann hat er gesagt, ja, der hat jetzt gerade noch ein paar Startschwierigkeiten. Der hatte wohl so eine, die mussten den so ein bisschen aufpushen mit einer Maske, mit Sauerstoff, glaube ich. Also der hatte ein paar Startschwierigkeiten halt. Aber ich soll mir keine Sorgen machen, der kommt auch gleich, haben die dann zu mir gesagt. Ich so, okay, weil da habe ich mir echt Sorgen gemacht. Als sie das gesagt haben, ich habe die doch nicht mal richtig gesehen, habe ich mir gedacht, was ist, wenn irgendwas passiert? Also da hat man sich dann schon direkt voll die Sorgen gemacht. Aber es ist alles gut gegangen. Aber ich durfte erstmal dann halt nur mit dem Jonas ein bisschen kuscheln. Die hat mir dann die ganze Zeit an die Wange dran gedrückt. Und ich habe immer gesagt, krieg ich da noch Luft? Krieg ich da noch Luft? Weil ich habe ja nicht gesehen, wie der da guckt oder so. Ich habe nur gemerkt, dass die da sein ganzes Gesicht so gegen meins gepresst haben. Und die so, ja, der kriegt noch Luft. Und irgendwann kam dann auch der Ben und da habe ich mich total gefreut, dass es dem gut geht, dass der wirklich nur kurz Anlaufprobleme hatte und nichts anderes Schlimmes ist. Ich glaube, nach 5 Minuten an der Wange kuscheln, weil es auch sehr, sehr kalt im OP-Bereich ist, ist dann die Hebamme mit Dennis und mit den beiden dann runtergegangen zum Kreißsaal, während ich weiter zugenäht wurde. Und irgendwann haben die dann auch dann die Vorhänge dann runtergemacht und dann wurde mir nochmal gratuliert von einem anderen Arzt. Und dann wurde ich von diesem komischen Frauenarztstuhl dann auf mein Bett getragen. Und das war total komisch, weil man sieht vor mir die Frau, die hatte 2 Beine hier über die Schulter. Und ich habe mich so gefragt, was sind das denn für Beine? Das waren ja meine. Aber ich habe die nicht gespürt. Das ist ganz, ganz komisch, wenn man da unten nichts unter Kontrolle hat. Und man sieht nur, wie die Frau da diese schlaffen Beine hängen hat. Und das sind meine, ne? Also es sah aus wie Puppen. Beine, also es sah richtig komisch aus. Das hat mir, also total beängstigend, wenn man das mal überlegt. Man kann froh sein, dass man seine Beine, dass man gesunde 2 Beine hat. Also wirklich, es war ein ganz, ganz komisches Gefühl. Aber man merkt ja nichts, aber es war ein komisches Gefühl im Kopf, zu wissen, dass das deine Beine sind und man spürt die nicht. Dann wurde ich auch direkt zum Kreißsaal gebracht und habe schon ein Baby schreien gehört. Das war dann der Jonas, der hatte wohl Hunger. Und es war schön zu sehen, dass alles okay war. Dennis hatte beide auf dem Arm und dann hat die Hebamme mir das total gemütlich gemacht. Also wirklich, das war so toll. Die hat mir hier vorne so ein Stillkissen hingelegt, dann nochmal so ein Kissenstapel. Voll gemütlich und hat mir dann links den Jonas angelegt und rechts den Ben, dass ich die dann stillen konnte. Ich wollte das auch direkt, dass die dann auf meiner Brust liegen bleiben. Ich glaube, also ich wurde um 8 Uhr in den OP geschoben und um kurz vor 9 schon wieder, war ich im Kreißsaal schon wieder. Und ich hatte die beiden dann, glaube ich, auch 1,5 Stunden auf der Brust so liegen. Und die haben dann immer mal getrunken, sind eingeschlafen und so. Das war so ein schönes Gefühl. Ich hatte nämlich Angst nach einem Kaiserschnitt, das sieht man immer oft im Fernsehen, dann halten sie die Babys immer so, gucken dann und können sich ja gar nicht bewegen, können nicht nach oben gehen und so. Oder so mal ein bisschen, ne, sich besser hinsetzen, so wie man das dann halt am bequemsten findet, damit man die Kinder besser angucken kann. Aber ich muss sagen, das haben die mir so gemütlich gemacht, alleine mit diesem Stillkissen und diese Decke drüber, damit die nicht frieren. Das war richtig schön gemütlich. Die hatte ich dann, wie gesagt, 2 Stunden dann auf mir liegen. Das war eine richtig schöne, entspannte Zeit, muss ich sagen. Wirklich, das war voll schön. Und der Stillen tat überhaupt nicht weh. Ich war so begeistert und habe gesagt, boah, cool, das tut nicht weh. Yeah, ich kann endlich mal ohne Schmerzen die Stillphase überleben. Aber ich habe mich getäuscht, weil das war betäubt. Das war ja hier alles noch oben betäubt. Und ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil ich dachte, die Brust wäre nicht betäubt. Ich habe das dann irgendwann gemerkt, es fing dann auch an zu jucken, hier oben im Bereich. Und ich habe mich immer gekratzt. Ich so, Dennis, kratz mich mal. Das juckt so. Und dann meinte jemand, ja, nicht kratzen, das ist von der Narkose, weil die so langsam absackt, ne? Ich so, okay. Und ich habe gemerkt, ich war schon voll rot hier. Ich werde eh immer voll schnell rot, wie ihr hier sehen könnt, ne? Und ich hatte hier alles voll roter Puste, weil ich mich die ganze Zeit gekratzt habe. Und dann so nach circa 1,5 bis 2 Stunden kuscheln, kam dann die Hebamme wieder und hat dann gesagt, so, jetzt können wir die Babys mal vermessen. Dann fangen wir mal mit dem Jonas an. Und der Jonas, der hat, ich guck nochmal, weil ich will euch nichts Falsches sagen. Der Jonas hat 3070 Gramm gewogen und war dann 52 cm groß. Also für einen Zwilling wohl ganz gut, weil ne, die müssen sich ja zusammen von mir ernähren. Und für die 38. Woche war das echt super, hat die gesagt. Und die wurden ja auch am Ende der Schwangerschaft auf 3100 Gramm circa geschätzt.
Und das war dann gar nicht mal so verkehrt. Also das stimmte schon mal bei dem Jonas. Und Dennis durfte die dann auch einzeln baden. Also als der Jonas dann fertig war, durfte Dennis dann den Jonas baden. Und dann wurde dann der Ben vermessen. Und der Ben war ein bisschen zierlicher und ist immer noch ein bisschen zierlicher. Mit 2710 Gramm und 49 Zentimeter. Also ein bisschen kleiner und das sieht man auch. Also der hat ganz dünne Beinchen und richtig erschreckend am Anfang, wenn man das nicht gewohnt ist, weil ich ja wirklich vorher einen kleinen Brocken zu Hause hatte. Und das halt viel einfacher ist zum Anziehen, so ein Baby, was ein bisschen molliger ist und ja, also ein bisschen mehr auf den Rippen hat als so kleine, dünne, zerbrechliche Babys. Da hat man schon ein bisschen mehr Angst. Ihr seht auch in dem Follow Me Around, was ich gemacht habe von der Geburt und die Tage danach, wo ich dann zum ersten Mal die beiden wickel, weil das Dennis immer die ganze Zeit gemacht hat und dann habe ich es zum ersten Mal gemacht und ich hatte total Angst, da was zu brechen. Alleine diese kleinen Fingerchen, boah, da hat man Angst, wenn er da nach hängen bleibt beim Anziehen, dass er da nach hinten bricht oder so. Also sehr dünn. Aber wohl gut für Zwillinge. Und ich war auch so froh und dankbar, dass sie direkt mit zu uns in den Kreißsaal durften und wir kuscheln durften. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich bei Zwillingen. Dann müssen die ja vorher noch irgendwo in Beobachtung oder so. Also das lief wirklich alles bis jetzt super gut ab und ich bin voll dankbar dafür, wirklich. Ja, und dann durfte Dennis dann auch später den Ben baden und dann wurden die angezogen und dann durfte man noch ein bisschen kuscheln. Und ich habe gesagt, ich wollte gerne ein Familienbettzimmer, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, mich kaum zu bewegen und dann mit zwei Babys dann auch noch alleine zu sein. Und ich wollte einfach auch die Zeit mit dem Dennis zusammen auf einem Zimmer verbringen und die Zimmer sind wirklich schön gewesen. Und da hat die gesagt, ich kann Ihnen das nicht versprechen, weil wir hatten jetzt ziemlich viele Geburten und da ist wohl einiges voll. Wir müssen mal gucken. Dann müssen Sie erstmal aufs normale Zimmer und dann sagt man Ihnen irgendwann Bescheid, ob Sie dann ein Familienbettzimmer bekommen oder nicht. Dann sind wir erstmal auf ein normales Zimmer gebracht worden, wo dann noch eine Familie war und das war wirklich sehr, sehr klein, das Zimmer. Also wir konnten, also ich lag eben mit, aber man konnte sich da kaum bewegen und die Betten waren dann voll im Weg. Also es war wirklich sehr eng und deswegen habe ich einfach nur gehofft, bitte lass ein Zimmer frei sein. Ja, und irgendwann später kam die dann auch und meinte dann, sie kriegen auf jeden Fall noch ein Zimmer. Nur das dauert noch ein bisschen, wir müssen das noch sauber machen. Und ich sage, das ist egal, Hauptsache, das kommt dann, dass wir dann heute Abend dann da zusammen schlafen können. Alles andere ist egal. Und die Familie, die noch mit uns drin war, also in dem kleinen Zimmer, die haben nämlich auch auf ein Familienbettzimmer gewartet, noch vor uns und die bekamen auch eins. Also waren wir erstmal alle total happy. Weil ich hätte mir das einfach nicht vorstellen können, wenn dann das Kind schreit, dann schreit eines meiner Kinder und dann das andere Kind und dann... Oh Gott, ich habe mich jetzt schon total, in dem Moment habe ich mich voll überfordert gefühlt und war dann wirklich einfach nur glücklich zu wissen, dass man dieses Zimmer bekommt. Dann nach circa 5 Stunden oder so kam dann eine Krankenschwester zu mir, die waren übrigens alle mega nett. Also das sage ich ja auch noch in dem Follow Me Around, dass ich so begeistert bin von dem Personal da. Und meinte dann, ob ich Lust hätte, mir den Katheter schon ziehen zu lassen und auch mal ein bisschen laufen möchte. Also einmal zum Klo und wieder zurück nach 5 Stunden. Und da dachte ich, ja klar, auf jeden Fall. Und ich hatte nur voll Angst, dass wenn ihr mir den Katheter zieht, dass das voll weh tut oder so. Aber das tat auch nicht weh. Also es war auch wieder unangenehm. Ganz komisch. Und ich musste auch einmal einatmen und ausatmen oder so. Irgendwie sowas. Und dann hat die mir den auch schon wieder gezogen. Und dann war der weg. Und dann hatte ich jetzt Angst, dass ich keine Kontrolle über meine Blase habe danach oder so. Aber das war gar nicht so. Also man hat danach noch alles komplett unter Kontrolle. Und dann... sind wir kurz ins Badezimmer gelaufen, habe ich mich noch ein bisschen gewaschen im Gesicht, bin wieder zurückgelaufen. Es war okay. Und ganz am Anfang hat sich die Narbe auch so angefühlt, also dann, als das Gefühl wiederkam, man hat auch gemerkt, meine Beine haben sich dann so, ja, eingeschlafen gefühlt, aber nicht mehr so betäubt. Und die Narbe hat sich, ja, wie kann man das beschreiben? Das habe ich auch in dem einen Video gesagt, als ob man Rasierbrand hätte und man würde nochmal mit einem Rasierer drüber gehen. Das war eher so eklig. Aber es war jetzt noch nicht schmerzhaft am ersten Tag oder so, sondern voll eklig. Und wenn ich im Bett lag oder so, habe ich auch gar nicht viel davon gemerkt. Ich war einfach nur total müde. Ich konnte auch schon echt gut laufen, muss ich sagen, für den ersten Tag. Und habe auch direkt schon eine Roomtour für euch gemacht. Das werdet ihr dann jetzt als nächstes dann sehen. Also irgendwie, habe ich fit gefühlt auch. Aber... Ein Tag später, das war dann der zweite Tag, da habe ich gemerkt, oh ja, jetzt tut's weh. Also ich konnte mich wirklich nicht von A nach B richtig drehen. Gott sei Dank hatten die eine gute Matratze, eine richtig schöne harte Matratze. Und das rate ich euch auch, Leute.
holt euch eine gute Matratze schon in der Schwangerschaft und auch schon vorher ist das ja total wichtig. Ich hatte so eine 8 Jahre alte Matratze, die wirklich sehr, sehr weich war. Und ich kam in der Schwangerschaft schon wirklich ganz, ganz schlecht aus dem Bett. Und mit der Narbe, ich habe geheult, Leute. Ich hab heulend im Bett gelegen hier, als wir wieder zu Hause waren, weil ich wieder zurück ins Krankenhaus wollte, in dieses gemütliche Bett. Ich kam nicht mehr hoch. Ich so, Dennis, ich kann nichts machen. Ich konnte die Babys auch nicht aus dem Bett rausholen, ohne Hilfe. Dafür ist Dennis ja da gewesen. Aber ich wollte die auch mal alleine rausholen und nicht immer nur dann Hilfe haben. Und habe total geheult, weil ich nicht aus dem Bett komme. Und mir das auch richtig wehtat, so zu liegen auf diesem weichen Bett. Dann hat Dennis gesagt, okay, ich gehe jetzt gleich direkt in unserem Matratzenladen um die Ecke und hol dann da mal eine gute Matratze. Dann hat er sich beraten lassen und kam dann mit einer sehr, sehr guten Matratze wieder. Ich bin so froh, dass er das gemacht hat. Wir wollten uns eigentlich erst nächstes Jahr ein neues Schlafzimmer mit neuen Matratzen holen. Jetzt haben wir schon mal eine neue Matratze und brauchen im nächsten Jahr dann nur noch das Schlafzimmer und eine weitere Matratze. Aber ich habe jetzt eine super Matratze. Es gibt so verschiedene Stufen, H1, H2 und H3. Und Dennis hat mir jetzt die H3 geholt und die war super. Also wir hätten die noch umtauschen können mit der Folie innerhalb von einer Stunde, weil Dennis ja alleine war, unterwegs war und die geholt hat. Aber ich habe direkt gesagt, boah, die ist gut. Ich konnte mich direkt, wie alt war die Narbe da? 4 Tage, ne? Als wir dann zu Hause waren. Oder 5 Tage war das dann her. Ich konnte mich direkt von links nach rechts bewegen, voll gut. Und konnte auch ohne Hilfe aufrecht mich hinsetzen. Das war wirklich total gut und deswegen rate ich euch, holt euch eine gute Matratze. Weil jetzt schlafe ich auch richtig gut da drauf. Nur da sind schon wieder Flecken drauf von der ganzen Milch, die dann immer ausläuft in der Nacht. Ich muss mir da so eine Inkontinenzunterlage oder so reinlegen. Ich habe dann, wie gesagt, am zweiten Tag die Schmerzen extrem gespürt und konnte auch nicht mehr ganz so toll aufrecht laufen, sondern auch so ein bisschen gekrümmt, weil man dann die Einbildung hatte, dass es dann besser wird. Und auch beim Husten musste ich immer meine Hand gegen die Wunde pressen. Oder Nase putzen, dann musste der Dennis einmal kurz drücken, damit ich mir die Nase putzen konnte. Oder niesen, lachen, also das tut noch echt weh. Und das ist wirklich so, dass, das haben die meisten mir gesagt, die ersten 2 Tage sind die schlimmsten und danach wird es so langsam ein bisschen besser. Also voll viele haben gesagt bei dem Futter, oh mein Gott, dir geht es ja doch schon total gut. Nach einer Woche springst du da schon wieder rum. Ja, jetzt so nach einer Woche geht es mir auch wirklich gut. Also wir waren gestern auch zum Beispiel in der Stadt. Da habe ich dann gemerkt, okay, ich war auch noch eingequetscht im Auto, weil wir noch mit Dennis sein Auto gefahren sind. Dann hang ich dann da irgendwie so. Das war dann echt eng. Und das hat dann auch wieder ein bisschen weh. Aber ansonsten war alles. Aber das ist ja auch wieder von Schwangerschaft zu Schwangerschaft und von Frau zu Frau unterschiedlich, wie man sich so fühlt. Beim Leon, da war ich die ersten Wochen so fertig. Ich hätte den ganzen Tag nur schlafen können. Hier ist es nicht so. Man muss ja auch funktionieren, dadurch, dass man noch ein Kind hat. Der geht ja Gott sei Dank in den Kindergarten und Dennis ist noch da. Von daher ist es noch ganz einfach, wirklich. Aber es ist halt wirklich unterschiedlich. Beim Leon habe ich gemerkt, da war ich wirklich total mit allem überfordert. Und jetzt, man, das muss laufen. Man hat das schon irgendwie so ein bisschen drin. Es ist ein bisschen einfacher für mich. Und was ich sehr unangenehm fand, war nach dem Kaiserschnitt, habe ich meine Organe gespürt. Ich habe gemerkt, wie die von A nach B gekugelt sind, weil der Bauch halt noch mit Luft voll war und meine Organe sich noch wieder neu sortieren mussten, damit die wieder an den eigentlichen Platz zurück können. Und das hat man richtig gemerkt, das hatte ich ja beim Leon gar nicht so. Und wenn ich nach links gegangen bin, habe ich so kurze Zeit später gemerkt, wie dann die Organe dann mitgegangen sind. Das war sehr eklig, das Gefühl. Und die Nachwehen waren jetzt bei der zweiten Schwangerschaft, also nach der zweiten Schwangerschaft, viel schlimmer. Die hatte ich circa 3 Tage lang sehr, sehr stark. 4. Tag nicht mehr ganz so stark und am 5. Tag waren die schon fast verschwunden. Und das habe ich am meisten beim Stillen gemerkt. Das ist ja gut. Also sobald ihr anlegt und die Kinder saugen, dann weiß der Körper ja von wegen, okay, ich muss mich jetzt mal zurückziehen. Also die Gebärmutter, die Kinder sind jetzt da und ich kann mich jetzt zurückziehen. Das ist ein gutes Zeichen, dass das passiert, aber es ist schmerzhaft. Und es kommt wohl von Kind zu Kind, also von Schwangerschaft zu Schwangerschaft wird es wohl schlimmer. Also ich fand es jetzt wirklich sehr, sehr schlimm bei der zweiten Schwangerschaft, also nach der zweiten Schwangerschaft. Das habe ich bei der ersten nicht so stark gehabt. Ja. Ja, ansonsten, wenn ihr mich fragen würdet, was war besser, Kaiserschnitt oder eine normale Geburt? Von den Gefühlen her und so. Also dadurch, dass meine Geburt nicht so toll war wie von manch anderen, würde ich sagen... Okay. Tut mir leid, Mutti, länger konnte ich nicht mehr. Kannst du mir mein Handy geben für die App? Ach so. Falls ich schon wieder Hunger. Wo bin ich stehen geblieben? Ich glaube, Kaiserschnitt oder
normale Geburt. Und ja, da meine normale Geburt nicht ganz so toll verlaufen ist, würde ich sagen, während der ganzen Prozedur, wo man sich kennenlernt, ganz am Anfang, die erste Sekunde, würde ich sagen, der Kaiserschnitt, der war für mich jetzt besser. Aber ich bin trotzdem traurig, dass es keine normale Geburt gewesen ist. Was heißt traurig? Ich bin froh, dass alles gut ist und sowas. Aber ich hätte schon gerne eine normale Geburt. Aber es war vielleicht auch echt ganz gut, dass es dann doch keine geworden ist, weil es mir jetzt im Nachhinein viel besser geht als nach dieser normalen Geburt. Und auch vorher ging es mir viel besser. Nur zwischendrin, als dann die Schmerzen so stark waren von der Narbe, da habe ich teilweise gedacht, ich weiß nicht, was besser ist, untenrum eine Narbe zu haben oder halt am Bauch, wo dann das ganze Fett, also Fett, wo der Bauch noch so drüber hängt, weil er ja auch noch nicht so schnell zurückgeht und dann schwitzt man, das ist auch nicht so angenehm. Von daher finde ich irgendwie eine schlimme Geburt und ein Kaiserschnitt fast identisch eigentlich. Aber ich kenne so viele Frauen, die eine wunderschöne, normale Geburt haben und das ist auch im Normalfall die Regel, dass es eine schöne Geburt ist. Natürlich kann immer sowas dann dazwischen kommen, dass das Kind dann mit der Saugglocke geholt werden muss oder irgendwas anderes noch passiert. Aber im Endeffekt ist es für die Kinder einfach viel besser, eine normale Geburt zu haben und für den Körper eigentlich auch. Und ich habe auch darauf gewartet, als wir spazieren waren, dass ich das Gefühl habe, dass mir... Alles gut? Die kostbare Milch spuckst du wieder aus, ne? Beim Spazieren habe ich auch darauf gewartet, auf dieses Gefühl, dass die Gebärmutter rausfällt. Das hatte ich beim Leon und ja, und das war sehr unangenehm dann beim Laufen. Und da habe ich dann meine Hebamme gefragt, ob das noch kommt oder ob das gar nicht kommt, ob das an der normalen Geburt lag. Und dann hat sie gesagt, das lag definitiv an der normalen Geburt, weil meine Gebärmutter, ja, also ich musste ja nicht pressen und deswegen hängt die jetzt nicht so weit unten. Es könnte sein, dass ich eher dann dafür verstärkte Rückenschmerzen habe, dass ich es dann im Rücken merke, aber nicht untenrum, dass ich das Gefühl habe, dass die mir rausfällt. Also da bin ich auch froh drum, dass das nicht passiert ist. Aber wie gesagt, dafür hat man dann andere Sachen dann nach dem Kaiserschnitt, die aber auch alle wieder weggehen. Also ich kann alle verstehen, die Angst vor einer normalen Geburt haben und den Kaiserschnitt haben möchten. Aber ich würde sagen, wenn alles gut ist oder so, dann würde ich meiner Freundin raten, mach eine normale Geburt. Nur wenn natürlich Angst besteht, dass das irgendwas noch was passiert, kann ich das auch verstehen, dass die dann lieber direkt einen Kaiserschnitt haben wollen. Oder wenn man vielleicht wirklich von der ersten Geburt so ein Trauma noch hat, hatte meine Freundin, die hatte, sie hatte eine sehr schlimme Geburt. Ich erzähle jetzt nicht, was da passiert ist, aber das war halt nicht so schön und dann hat sie sich einen Kaiserschnitt gewünscht und das war für sie dann auch die beste Regelung. Aber wenn ich jetzt nochmal schwanger werden würde, was definitiv auf keinen Fall nochmal passieren wird, dann würde ich mich für eine normale Geburt entscheiden. Ja, also trotzdem noch, wenn es möglich wäre. Ich bin gerade überlegen, was ich sonst noch so berichten könnte. Ich könnte euch meinen Bauch mal zeigen, wie er jetzt nach circa 8 Tagen nach dem Kaiserschnitt aussieht. Ich bin auch total froh, dass meine Hebamme noch jeden Tag kommt. Die guckt sich dann immer meine Narbe nach unten an und hat auch schon die Enden kurz abgeschnitten, die Knoten, weil mir das sehr weh tat, immer wenn ich nach links und rechts gerollt bin vom Bett aus oder mich hinsetze. Das tut weh, das lange Sitzen und dann wieder aufstehen, das tut weh. Ich zeige euch jetzt am besten nochmal meinen Bauch, wie der nach 8 Tagen aussieht. Ich wurde gestern schon gefragt, ob ich noch ein Kind erwarte, aber das ist ja wohl ganz normal, dass er ein bisschen braucht. Ne? So sieht das aus mit Klamotten. Also ich könnte jetzt so, wenn man die Babys nicht sehen würde und ich wäre unterwegs, könnte man denken, ich wäre im 3. Monat schwanger. Oder? 4. Monat könnte auch noch sein. Und natürlich habe ich noch die Schwangerschaftshosen an, weil alles andere drückt so. Und hier seht ihr auch, es wird hier flach, ne? Und der Bauch ist halt noch da. Aber er verschwindet so langsam. Ich merke, dass hier wird immer alles ein bisschen härter und dünner. Und hier ist es sehr weich. Also hier, das sieht so komisch aus. Könnt ihr das auch sehen? Und das fühlt sich auch voll komisch an. Und hier unten ist halt die Narbe, die ist genau hier. Die sieht man gar nicht, weil da der Bauch vor ist. Und das fühlt sich auch so ein bisschen taub an. Und das wabbelt. Also das finde ich voll eklig. Am liebsten würde ich jetzt echt schon direkt Sport machen, aber das darf ich ja nicht. Weil ich Angst habe, dass das sonst nicht ordentlich zurückgeht. Aber ja, ich vertraue meinem Körper, dass er das schafft.
Und wenn da so ein paar Streifen sein sollten oder so, finde ich das jetzt auch nicht so schlimm. Ja, wir sind hellwach anscheinend, ne? Ich kann euch das mal zeigen, wie ich die hier mal habe. Damit ich stillen kann, das ist sehr praktisch. Das sind diese Aufsätze von dem Trip-Trap. Das ist wirklich mega praktisch. Ich habe unten immer einen und hier oben einen. Und da ich jetzt beide hier habe, habe ich beide. Weil ich die hier einfach total sicher ablegen kann. Und ja, die sind ja jetzt noch nicht so aktiv. Aber die können mir wenigstens auch nicht runterrollen. Das ist sehr praktisch und ich brauche die nicht auf den Boden legen. Ne? Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!